So, ganz durchlaufen. Kurz warten, bis die ganzen Gegner verschwinden. Ich glaube, da noch weiter, oder? Wenn es geht. Ging da noch weiter? Weiß ich jetzt nicht. Ne. Dann muss ich hier irgendwo runter. Hier? Ne. Hier runter. Und jetzt hier rechts? Ne. Hier links, hier runter, rechts, hier sind die beiden. Versuch es mal und bleib bei uns, Harry. Dieser Wald ist gefährlich. Wer da? Ach, du bist es. Einen guten Abend dir, Hagrid. Das sind Harry Potter und Hermine Granger, Schüler von der Schule da oben. Und das ist Ronan. Er ist ein Zentaur. Das haben wir schon bemerkt. Hier ist ein Einhorn verletzt worden. Hast du etwas Ungewöhnliches gesehen? Der Mars ist ungewöhnlich hell heute Nacht. Ich meine, etwas Ungewöhnliches mehr in der Nähe. Der Wald birgt viele Geheimnisse. Nett von dir, dass du dazu beiträgst, sie zu hüten. Hallo Hagrid. Hallo Bane. Hör mal, ich habe gerade schon Ron gefragt. Hast du in letzter Zeit hier irgendetwas Merkwürdiges gesehen? Der Mars ist ungewöhnlich hell heute Nacht. Das haben wir schon gehört. Wir verschwinden jetzt wieder. Wenn einer von euch etwas Ungewöhnliches sieht, das sich hier in der Nähe abspielt, lasst es mich wissen. Blöd, Zentauren. So, runter. Ne, weiter runter. Und Deep in the Forest. Dungeons Deep in Dragon's Hold. Ja, der Hobbit. Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, habe ich ihn schon gesehen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, werde ich ihn morgen angucken. Hagrid, sieh mal rote Funken. Die anderen sind in Schwierigkeiten. Ihr wartet hier. Hoffentlich ist keiner verletzt. Außer vielleicht Malfoy. Was passiert? Malfoy hat sich von hinten angeschlichen und mich gepackt. Es war ein Witz, aber ich bin in Panik geraten. Wir ändern die Gruppen. Neville und Hermine kommen mit mir. Harry, du gehst mit Malfoy und Fang. Dieser Idiot wird dich nicht so schnell erschrecken. Wir gehen also rechts. So, runter, rechts, runter. Nein. Ach Mist. Zieht ihr natürlich so gut wie gar nichts. Sie wurden schwer verletzt, aber ihre Wunden sind jetzt geheilt. Bin ich jetzt am Anfang? Wieder? Das ist natürlich auch geil. Da muss ich ein bisschen aufpassen dann. Ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, wo wir hergelaufen sind. Hier anscheinend nicht. Hier war ich gerade. Sieh mal, das muss das ein Einhorn sein. Es ist tot. Es ist tot. Ah, der Schmerz in meinem Kopf. Ah. Was ist geschehen? Er ist jetzt weg. Mein Name ist Firenze. Wir gehen jetzt besser zu Hagrid zurück. Warte, weißt du, wer die Einhörner getötet hat? Jemand, der scharf auf ihr Blut war. Es hält ihn am Leben, auch wenn er für alle Zeit verflucht ist. Doch bald wird er etwas trinken, das ihm zu ewigem Leben verhilft. Natürlich, das Lebenselixier gewonnen aus dem Stein der Weisen. Aber wo ist er? Der gleiche, von dem der den Zentauren glauben, dass er dich töten wird. Der gleiche, der sich seit einer Ewigkeit an das Leben klammert und darauf wartet, erneut Macht zu erlangen. Voldemort. Harry, alles in Ordnung mit dir? Ja, aber das Einhorn ist dort hinten. Ist tot. Es ist Zeit für mich zu gehen, Harry. Du bist nun in Sicherheit und vergiss nicht, manchmal irren sich dir auch die Sterne.
Ja, lass uns zurück nach Hause gehen. Wette, die anderen sind schon längst da. Jetzt muss ich natürlich auch noch zurücklaufen. Kann ich einfach sterben? Macht das nicht mehr Sinn? Toll. Komm, haben sie mitgedacht. Mein Gott, alle paar Meter ein Gegner. Hör, bin ich hier falsch gelaufen? Genau, wir kamen von hier. Bam, 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 bam. Da sind wir schon fast wieder draußen. Puh. Du hast deine Strafe bekommen, Harry. Geh jetzt direkt nach Gryffindor. Tu ich. Ich glaube. Ich habe Sickle gefunden. Aber ich glaube auch, dass die Geheimgänge jetzt gerade offen sind. Ja. Wusste ich's. Ich weiß nicht, warum das so, ob das so sein soll oder nicht. Harry, was ist passiert? Voldemort ist im Wald. Er will den Stein der Weisen haben. Ich glaube, Snape hat Cruel Angst eingejagt, damit er ihm hilft. Sprich seinen Namen nicht aus. Firenze der Zentaure hat mich gerettet. Andere Zentauren glauben jedoch, dass Voldemort mich töten wird. Die Sterne sagen das. Harry, ich habe gehört, dass der Voldemort Angst vor Dumbledore hat. Solange er also in der Nähe ist, bist du in Sicherheit. Jetzt sollten wir aber schlafen gehen. Mit Hanuman, er ist wieder da. Hier ist ein Zettel. Nur für den Fall. Du hast das Abenteuer im verbotenen Wald heil überstanden und das verletzte Einhorn gefunden. Im Sammelverein wurde bekannt gegeben, dass es eine neue Kartenkombination gibt. Die Prüfungen sind vorbei. Bald haben wir Sommerferien. Ja, es wird so gut wie niemand mehr hier sein. Darauf hat Snape hier nur gewartet. Harry, wir haben ja noch nicht mal eine Ahnung, ob Snape überhaupt mittlerweile weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt. Und mein Name tut höllisch weh. Das ist sicher ein Anzeichen dafür, dass es Ärger geben wird. Hallo. Genießt hier noch ein wenig die Sonne, bevor ihr noch kurz fahrt, nach Hause fahrt, was? Hagrid, wenn jemand an Fluffy vorbeikommen will, wie müsste er das anstellen? Also, wie ich es auch dem Fremden erklärt habe. Spielt ihm ein wenig mit Musik vor und er wird auf der Stelle einschlafen. Lustig, dass er mit dem Ei aufgetaucht ist, als ich es mir am meisten gewünscht habe. Wir müssen Dumbledore erzählen, alles erzählen. Es war Snape, der Hagrid das Drachenei gegeben hat. Aber wir wissen nicht, wo Dumbledores Büro ist. Da müssen wir es eben suchen. Wir teilen uns auf und treffen uns dann im Gryffindor wieder. So, und wir suchen im ersten Stock bei Professor McGonagall. Die irgendwo rum. Nein, die steht hier nicht rum. Hier steht die. Hallo. Ich muss mit Professor Dumbledore sprechen. Es ist sehr dringend. Professor Dumbledore ist in London. Er hat eine eilige Nachricht vom Zaubereiminister erhalten. Warum willst du ihn denn so dringend sprechen? Es ist wegen dem Stein der Weisen. Woher weißt du davon? Das ist jetzt nicht wichtig. Jemand will ihn stehlen. Niemand ist in der Lage, den Stein zu stehlen. Professor Dumbledore kommt morgen zurück. Ich kann mir vorstellen, dass er sich noch ausführlich mit dir über die Sache unterhalten möchte. Zack. Geheimgang nehmen. Sammelkarten abholen, falls wir noch welche brauchen. Später. Lalalala. Mehr hat er nicht. Professor McGonagall hat mir erzählt, dass Dumbledore in London ist. Wenn sie weiß, dass Dumbledore weg ist, dann weiß es auch Snape. Er wird noch diese Nacht versuchen, den Stein zu stehlen. Dann versuche ich, den Stein als Erster zu bekommen. Ich komme mit. Ich auch. Wir müssen los. Ich sollte den Umhang anziehen und. Trevor? Trevor, bist du hier unten? Hallo, was macht ihr denn da?
Ach, nichts, Neville. Ihr geht wieder raus, stimmt's? Nein, das tun wir nicht. Geh ins Bett, Neville. Ihr könnt nicht rausgehen. Sie werden euch wieder erwischen. Und ihr werdet noch mehr Punkte verlieren. Das verstehst du nicht, es ist wichtig. Ich lasse euch nicht gehen. Ich habe von euch gelernt, wie man sich gegen andere wehrt. Ich werde gegen euch kämpfen. Tut mir leid, aber das muss ich jetzt machen, Neville. Petrificus Totalus. Später wirst du das verstehen, Neville. So. Wir alle unter dem Tarnung. Kriegen wir trotzdem natürlich Gegner ab. Was uns jetzt reichlich egal ist. War das hier? Ja. Ne, verschlossen. Falscher Stock. Sind so viele Kämpfe immer, ne? Das finde ich echt schlimm. Hier war das. Die Tür steht offen. Snape muss schon hier sein.